Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. Ich habe zwei Fähigkeitenpunkte, die ich verteilen könnte. Oh, hallo! Ups. Zwei Fähigkeitenpunkte, die ich verteilen könnte, die will ich aber momentan nicht verteilen, weil ich mir so denke, ne, kein Bock. Und deswegen werde ich mir die noch ein bisschen aufsparen, bis ich ein bisschen mehr habe. Ja. Wir würden jetzt erstmal versuchen, die Hauptmission hier zu machen. Und deswegen renne ich da mal eben geschwind hin. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Hallo. Alles gut. Okay. Machen wir. Angriff ist die beste Verteidigung. Paranoa, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Häuptlinge. Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. In Erfahrung zu bringen, wer den Häuptling beschützt und diesen Beschützer zuerst zu Fall zu bringen, erleichtert den Sieg über den Häuptling um ein Vielfaches. Das Armeemenü zeigt dir, welche Hauptmänner einen Häuptling bewachen. Okay. Okay. Okay, dann nicht. Ja, will ich doch. Escape. Gut, drücke ich Escape. Ach, halten. Ah, halten, ja, natürlich. Und die Häuptlinge in diesem Gebiet sind die Anführer der Ork-Armee. Indem du einen Häuptling auswählst, kannst du dir seinen Leibwächter anzeigen lassen. Spüre die Leibwächter eines Häuptlings auf und besiege sie, bevor du es mit dem Häuptling selbst aufnimmst, damit du es leichter hast, ihn zu besiegen. Hilf Baranor dabei, diesen Leibwächter zu töten. Alright, man. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Okay. Komm mal mit. Wenn du noch unentdeckt bist, kannst du einen Verbündeten oder deinem herbeigerufenen Leibwächter befehlen, ein Ziel in der Nähe zu töten. Visiere den Feind an und drücke und deinen Verbündeten angreifst du das. Ah, okay, cool. Das ist für Minas Ethel. Ah, ich finde schön. So, machen wir den da kaputt. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen tricky, weil jetzt sind es ja zwei, die hier sind. Okay. Er ist anscheinend ein bisschen dumm. Ah, ja, gut. So, das sind zwei Leute, das ist vielleicht ein bisschen sehr riskant. Was? Oh. Folge deinen gefallenen Brüdern. Wo ist denn die? Ach, die Auftrag. Ach so, hä? Die ist hier. Okay, krasser Dude, ey. Heftig. So. Zack, töte mal den, dann haben wir das auch geschafft, ne? Und ich mach mal hier mein. Guck mal ein bisschen. So, ich hab die Fußspuren. Okay, schnell, komm her. Alles klar. Und los geht's. Let's go, mi friend, let's go. Oh. Zack. Den mache ich mal kaputt, ne? Den hat er nicht gesehen, er ist halt... Ne? Hat sich halt krass angeschlichen. Da machst du halt nix. So. Warte mal. Zack. So, beeil dich. Töte ihn. Sehr gut. Nice gemaked. Sehr nice gemaked, mein Freund.
Okay. Ist er das? Pasch. Ja, keine Ahnung, ist er das? Na ja, gut, noch bin ich auch nicht da, wo ich hin soll, also. Von daher ist ja noch wurscht. Dann töte auch mal den. Finde ich eigentlich ganz nice, weil die werden gar nicht gesehen. So. Okay. Das ist so dumm, dass die nicht gesehen werden, ne? Richtig hohl. Da kommt einer. Da war doch ein Geräusch. So. Jetzt kommt der Boss natürlich auch. Egal, was hier herumschleicht, ich hoffe, es schmeckt gut. Nicht bewegen! So, zack. Habe ich vor. Ich habe vor, ihn zu besiegen. Erzürnt durch tödliche Wunden. Uiuiuiui. Ich würde eher sagen, tot durch tödliche Wunden. Aber mich fragt natürlich wieder niemand. Oh, die sind immer noch da. Oh, die sind immer noch dabei. Ne, die sind doch nicht mehr dabei. Alles klar. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Oh ja. Ich will es zumindest hoffen. Die Ork-Anführer. Die Häuptlinge von Cirith Ungol führen die Ork-Streitkräfte gegen Minas Ithil an. Ohne ihre Anführer würden die Armeen des dunklen Herrschers in große Unordnung gestürzt werden. Locke die Häuptlinge des Gegners hervor und besiege sie, indem du einen Konfrontationsauftrag durchführst. Oh, ich kann jetzt gefolgt werden. Cool. Soldaten aus Minas Ithil wurden entsandt, um dir beim Kampf gegen diese Häuptlinge zu helfen. Drücke, um einen Gefolgsmann aus Gondor an deine Seite zu rufen, ein. Der Häuptling, den muss reichen. Sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Okay, warte kurz. Wo ist denn das? Das ist dahinter. Ja, da könnte ich eine Schnellreise dahin machen und dann gehe ich hier. Ja. Da ist was Neues. Falle. Der Häuptling hat eine Falle gestellt. Locke ihn hervor, indem du sie auslöst. Okay. Pfeilhage. Kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Ithil zu erfahren. Kann ich machen, oder? Oder nicht? Ha, okay. Ich meine, hey. Ich tappe gerne in Fallen. So. Unbekannter Häuptling, begib dich zum Ausgangspunkt. Na, wobei, vielleicht sollte ich erstmal gucken, kann ich Infos über den Häuptling sammeln? Das wäre vielleicht nicht doof. Vielleicht wäre das gar nicht mal so doof. So, zack. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee. Ah. Schade. Geht nicht. Okay, Lorm. Ach so. Nee. Hä? Es gibt drei Häuptlinge. Oder was? Oder wie? Aber hä? Okay, gib mir mal was von ihm. Grisha der Grausame. 14. Oh, das ist aber nicht schlecht, ey. Okay. Dann lass mich mal gucken. Wo sind die anderen? Gibt nur den einen, ne? Ich würde das ja schon gerne mal probieren, ey, muss ich ja mal sagen. Ach komm, weißt du was? Komm, wir machen es einfach. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Dann ist es natürlich ärgerlich, aber wir probieren es. Just do it. Starten.
Dieser Häuptling glaubt, er hat uns da, wo er uns haben will. Zeigen wir ihm seinen Irrtum. Löse die Falle aus. 3 Luftfernkampftötungen, ja, das sollte ich ja schaffen, ne? Oh, hi. Fuck, der ist ja auch doof. Oh. Ja, das ist sehr doof. Ich glaube, ich muss von... Das ist blöd, dass er sich halt direkt dann immer umdreht. Wow. Hi, ciao. Mein Gut, wenn ich die 3 Tötungen nicht schaffe, mein Gott, ist ja auch wurscht. Hauptsächlich geht es mir eher darum, dass ich den töte. Hab halt nicht genug Fokus dafür. Das ist blöd. Ach, ist mir egal, ob der Alarm schlägt. Ich muss die Falle auslösen. Hallo. Ich dachte, Waldläufer könnten gut tricksen, aber sie sind gerissenen Uruks nicht gewachsen. Ja. Das war aber knapp. Waldläufer, dein Plan ist aufgegangen. Hier bin ich. Jetzt zeige ich dir meinen Plan. Das Doofe ist, ich muss, glaube ich, eher in seine Nähe, weil der ist, glaube ich, krass drauf, der Dude. Okay. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Ach, shit. Oh, einige. Oh, aua. Okay, das sind sehr viele Orks in der Nähe. Extremer Weichschädel, will der abhauen. Ist dir klar, du kannst kriegen, ne? Nö, eigentlich nicht. Deswegen bist du auch tot. Bye bye. So. Die Festung wurde geschwächt. Das Bezwingen des Häuptlings hat Folgendes deaktiviert. Feurig Belagerungsbestien. Sehr gut. Nice. Halt, stopp. Tut das nicht. Okay. Okay. Wartet kurz. Okay, da muss ich jetzt mal was gucken, was anderes. Warte mal. Geh mal kurz hier rauf. Jetzt habe ich ja den einen quasi getötet, ne? Ja, was ist mit ihm? Er ist weg. Ne, er ist tot. Er ist unbekannt. Kann ich nicht markieren. Spiele Aufträge, um mit diesem Charakter zu... Ah, okay. Alles klar. Okay. Verstehe ich. Ich würde gerne mal in die Karte kurz gucken. Weil dann müssen wir ja hier hin. Und ich denke, dass... Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Kann ich eigentlich ja jetzt schon eine Schnellreise machen, weil die haben ja alle Schiss. Kann ich, gut. Dann würde ich jetzt auch noch schnell zu Kankra gehen. Mir anhören, was sie zu sagen hat. Und dann gucken wir einfach, was passiert, was als nächstes abgeht. Wo geht's lang? Da lang, alles klar. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ob wir dann nach Minas Ithril zurückgehen. Und ja, versuchen, das zu regeln. Oder ob wir vielleicht hier bleiben und da diese Festung einnehmen sollen. Ich bin gespannt. Mal schauen. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos.
Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Okay. Er wird also irgendwann mal auf die Nazgul treffen. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Okay. Ja, das heißt, wir müssen zu Baranor und jetzt den Häuptling dann töten, oder was? Wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig. Ich weiß es nicht. Ich bin, ja, wir werden sehen, was passiert. In der nächsten Folge von Mittelerde Schatten des Krieges. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.